Hi, this is me. My name is Hamid Chojai, and I've been involved with a number of software development projects over the years at a number of different companies. And I've come to recognize Scrum as one of the best agile development practices in use today. In this fast-paced video, I want to show you why Scrum is so great and how you can get started with Scrum in under 10 minutes. I'll cover all the core Scrum concepts like product backlogs, team roles, sprints, burndown charts, and more. So get ready to be bombarded with information. Let's say this is the product we want to build. For this product, we get all kinds of feature requests from customers, executives, or even other team members. In Scrum, features are written from the perspective of the end user. Therefore, features are known as user stories. The collection of all these user stories is called the product backlog. Another way to think of the product backlog is to think of it as a wish list of all the things that would make this product great. Once we have our wish list or the product backlog, we need to start planning which specific user stories we're going to be putting into a particular release of our product. But we're getting ahead of ourselves. Let's back up a bit. To build this product, we need to have one or more people in our team who are going to play a variety of roles. First, we need her. She plays the role of product owner and helps make sure the right features make it into the product backlog, representing the users and customers of the product. She helps set the direction of the product. Then we need this guy. He's the Scrum Master, and his job is to make sure the project is progressing smoothly and that every member of the team has the tools they need to get their job done. He sets up meetings, monitors the work being done, and facilitates release planning. He's a lot like a project manager, but that's such a boring title, so we'll call him a Scrum Master to imply he knows some jujitsu. And the rest of the team has similar roles to other development processes. These guys build the product, while these guys test it to make sure it works right. These guys use it and hopefully pay for it. And these guys, they generally get in the way, but it turns out you can't build many products without them. But let's get back to this, release planning. To plan a release, the team starts with this, the product backlog, and they identify the user stories they want to put into this release. These user stories then become part of the release backlog. The team then prioritizes the user stories and estimates the amount of work involved for each item. Sometimes larger user stories are broken down into smaller, more manageable chunks. The collection of all the estimates provides a rough idea of the total amount of work involved to complete the entire release. A quick side note about estimates. There are a lot of techniques for creating good estimates. Some prefer estimating in story points, where estimates are made relative to building a small component with a known level of difficulty. Unfortunately, story points don't answer the question of, when will my project ship? I've found that the best technique is to estimate work in hours, but to use some standards in how estimates are done. For example, things that take less than a day to complete will be estimated as 1 hour, 2 hours, 4 hours, or 8 hours. Every item will fall into one of those buckets. There will be no 3-hour estimates, for example. A 3-hour item would fall into the 4-hour bucket. Larger items will be estimated as 2 days, 3 days, 5 days, or 10 days. Again, all estimates in between will fall into the next larger bucket. Extremely large items are similarly estimated in months, 1, 2, 3, or 6 months. But the reality is that such items will need to be broken down substantially before work actually begins. We'll come back to these estimates in just a minute. But for now, let's get back to this, the release backlog. With a prioritized set of user stories and the estimated amount of work at hand, we're now ready to plan out several sprints to get the work done. Sprints are short-duration milestones that allow teams to tackle a manageable chunk of the project and get it to a ship-ready state. Sprints generally range from a couple of days to as much as 30 days in length, depending on the product's release cycles. The shorter the release cycles, the shorter each sprint should be. And you'll want to have at least 2 to as many as 12 sprints in a given release. So at this point, we can take our release backlog and split it up into several of these, sprint backlogs. One of the most important things to remember about sprints is that the goal of each sprint is to get a subset of the release backlog to a ship-ready state. So at the end of each sprint, you should have a fully tested product with all the features of the sprint 100% complete. Since sprints are a very short but a realistic representation of part of the product, a late finish of the sprint is a great indicator that the project is not on schedule and something needs to be done. Therefore, it's extremely important to monitor the progress of each sprint with this, a burndown chart. The burndown chart is the number one reason for Scrum's popularity and one of the best project visibility tools to ensure a project is progressing smoothly. The burndown chart provides a day-by-day measure of the amount of work that remains in a given sprint or release. In this graph, you can see that the amount of work remaining bounces up and down from day to day, but is generally trending towards zero. Because historical information is provided in the burndown chart, it's easy to see if the team is on the right track.
Using the burndown chart, the team can quickly calculate this, the slope of the graph, which is also called the burndown velocity. This is the average rate of productivity for each day. For example, a team's rate of productivity might be that on a typical day they finish approximately 50 hours of work. Knowing that, it's possible to calculate an estimated completion date for the sprint, or even for the entire release based on the amount of work remaining. What's great about the burndown chart is that we can compare our actual velocity and projected completion date to what the team needs to do in order to finish on time. This is perhaps the most useful piece of knowledge that any team member, product owner, or product executive can have about the project, because knowing whether or not the project is on track early in the schedule can help teams make the proper adjustments necessary to get the project on track. The burndown chart provides empirical proof that the project is on track or if it's going to be late. So let's talk a little about where the data for this incredibly useful burndown chart comes from. As you recall, part of the release planning process was to create an estimate for each user story in the release backlog. The collection of these estimates for a given sprint represents the total amount of work that must be done to complete that sprint. As each team member goes through and makes progress on one or more of the user stories, they simply update the amount of time remaining for each of their own items. So the total amount of time remaining on the group of user stories that make up a sprint changes on a day-by-day basis, hopefully going downward until it hits zero when the sprint is complete. The burndown chart aggregates the remaining work data and shows it visually. It's brilliant because it communicates a massive amount of information in just a few seconds. And that brings us to this, the daily scrum. The daily scrum is an essential tool to having communication flow freely between team members. The idea is to have fast-paced, stand-up meetings where team members quickly list the work they have completed since the last meeting and any obstacles in their way. By meeting daily, it ensures the team is always in sync and any major issues are dealt with as soon as they are known. Finally, as each sprint comes to a finish, it's important to have a sprint retrospective meeting where the team can reflect on what went right and areas of improvement. After all, Scrum is a flexible, agile development method that needs constant improving and tweaking for every team. So there you have it, Scrum in under 10 minutes. You now know all the essential concepts to start implementing Scrum inside of your organization. But wait a second, what about tools to help you implement Scrum? Well, it just so happens that I've spent the last 10 years building such a tool, with a lot of help from these guys, a group of genius coders and design ninjas. The tool is called OnTime, and it helps you manage your products, your backlogs, your team, your releases, and your sprints. It gives you project visibility with burndown charts and always answers the question of who is working on what. You can get started with it for free at axosoft.com. Of course, you could use a giant whiteboard, some note cards, and a bunch of different spreadsheets to track everything. You could also use an abacus instead of a calculator to do math, but we're getting a little off topic. So let's quickly review everything. In Scrum, you work with this, a product backlog, which is nothing more than a list of features that we call user stories. You then break down the product backlog into one or more release backlogs. And for a given release, you further break up the release backlog into a number of sprint backlogs, which are essentially short duration milestones throughout your project. You then monitor the progress of each sprint using these burndown charts and have daily scrum meetings to ensure everything is on track. After each sprint, you have a retrospective meeting to fine tune everything. And if you want a tool to implement Scrum, you can use OnTime. It'll help you ship software on time. That's all there is to it. Oh, and one last thing. Whether you loved or hated this video, I'd love to hear from you. You can reach me on Twitter or via email if you have any feedback. Now, get going, create a great team, collaborate, and ship software on time. So, ich mache jetzt mal langsam weiter. Die Idee von diesem Video war, diese Scrum-Methode nochmal kurz im Zusammenhang darzustellen, weil das ist State of the Art. Das ist das, was wie Softwareentwicklung heutzutage geht. So machen wir das. Also ich hatten wir ja Softwaretechnik Stammtisch. Die Jatta-Leute machen das im Wesentlichen so. Nina ist gerade rausgegangen, die könnte es nochmal, glaube ich, bestätigen. Leute bei Micromata machen das so, soweit ich das weiß. Bei Plenty Market, kennt einer Plenty Market? Großer Softwarehersteller aus Kassel. Die machen Marketplaces für Amazon im Wesentlichen. Und insbesondere da so Online-Shops und dann eben die Anbindung der Lagerlogistik und des Versendens der Artikel. Die haben 30, 40 Leute
Sitzen da über der alten Post oder da hinten in dem, da so da, da Richtung Hauptbahnhof. Und das ist dann da. Okay. Wo ich bei der Vorbereitung der heutigen Vorlesung total lange irgendwie hin und her gestruggelt habe, war, wie ziehe ich das auf? Und der eigentliche Punkt, über den man jetzt sprechen muss, ist, wir hatten bis zu den Nullerjahr, bis im letzten Jahrtausend eben die klassische Software Engineering, das dann in dem Unified Process im Prinzip gegipfelt hat, wo im Wesentlichen so drin stand, wo wir haben so eine Requirements Engineering Aktivität, da gibt es spezielle Leute, die das tun. In unserer Folie sind das diese Typen hier, die sprechen mit dem Kunden, die haben auch ein bisschen BWL studiert oder irgendwas aus der Anwendungsdomäne und können deswegen mit den Kunden viel besser verstehen und schreiben das alles schön auf. Wichtig, schreiben das schön auf. Und dann kommen andere Leute, die Softwarearchitekten, das ist in dem Fall hier dieser Schritt, diese Dame, das Mädel, und die machen sich jetzt ganz kluge Gedanken über welche Komponente, wie soll das alles funktionieren im Großen und Ganzen, schreiben das auf. Und dann kommen normale Menschen und programmieren das. Und dann schließlich ist unser Programm fertig und toll. Das ist im Großen und Ganzen die. Und ich zeige hier die ganze Zeit auf meinen Folien und keiner sieht das. Super. Also wir haben in dem Bild hier, das ist der Requirements Engineer, der spricht mit dem Kunden und kann das. Dann kommt eben eine neue Person, guckt sich dieses Requirements-Dokument an und macht einen Design, Entwurf, Komponenten, Feature-Beschreibungen, Ablauf-Dinge, Szenarios von mir aus, irgendwelche Geschichten. Und dann kommen wieder andere Menschen, die das programmieren. Und dann kommen nochmal andere Menschen für die Qualitätssicherung, typischerweise. Und dann kommen nochmal andere Menschen, die Installation beim Kunden machen und die so Tutorial-Unterlagen erstellen, und die Kunden die Benutzerschulungen machen, wenn die denn nötig sind. Und solche Dinge mehr. Und Marketing-Leute und lauter verschiedene Menschen. Und das war so, also das Ausarbeiten, was sind so die verschiedenen Tätigkeiten? Diese verschiedenen Tätigkeiten gibt es alle tatsächlich in jedem Softwareprojekt im Großen und Ganzen. Und was für Skills muss so eine Person haben, damit sie ein gutes Design machen kann, damit sie gutes Requirements Engineering machen kann, damit sie gut programmieren kann? Darüber haben diese Unified Process Leute unglaublich lange nachgedacht. Die Three Amigos, die Butch, Rambo und Jacobsen, die das UML erfunden haben und haben dann das monumental in so ganz dicken Büchern aufgeschrieben für die Ewigkeit. Ne, und dann war das eigentlich geklärt. Und das ganze Problem mit dieser Vorgehensweise ist ja zum einen mal das, was hier in dem Bild dargestellt ist, diese lange Kette von Stille Post, wo halt bei jedes Mal, wenn das eben weitergegeben wird, es ein Riesenproblem hat, dass Information verloren geht, dass Missverständnisse entstehen und dass Dinge irgendwie lang sind. Das heißt, eine erste Idee der agilen Softwareentwicklung sagt, wir müssen die Distanz zwischen dem Endbenutzer, der in diesem Bild hier noch nicht mal vorkommt, hier müsste es eigentlich noch eine Person geben, hier unten oder irgendwo hier hinten, die nachher die Software tatsächlich benutzt, so ein Sachbearbeiter in der Verwaltung oder ein Lagerbearbeiterin oder eine Medizinerin, die irgendwie was macht oder irgendwer, ne, die damit irgendwas tut, die kommen hier gar nicht vor. Ne? Und deswegen auch, das war das Beispiel mit der Mensa, man oft Software sieht, die für die Anwender total schlecht zu benutzen ist, aber die machen halt den Typen, der es bezahlt hat oder das Mädel, das bezahlt hat, irgendwie glücklich. Und haben deren Anforderungen im Wesentlichen da drin. So, also eine Sache, erste Idee von Ken Beck damals noch im Extreme Programming war, schmeiß hier die Leute hier zwischen raus, also alle die ersten drei und nimm den Entwickler zusammen mit einer Person hier, das ist dann im Wesentlichen der Endbenutzer und die kaspern das aus. Na, und eventuell noch manchmal der bezahlt. In dem Video war das dieser Executive, der mit dem Geld, ne? Also wo dann das Video gesagt hat, ja, irgendwie sind die meistens im Weg, aber ohne die kann man auch irgendwie nicht richtig Software bauen. Man braucht die schon irgendwie. Irgendeiner muss den ganzen Brei bezahlen am Ende eines langen Tages, damit wir Spaß haben können. So, das ist der
eine Punkt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen diese Kette zwischen den Leuten, die die Features bauen und die Kette und den Leuten, die nachher die Software benutzen, das muss irgendwie kürzer werden, damit weniger Missverständnisse entstehen. Das war die erste große Schritt Richtung agile Softwareentwicklung. Und der nächste große Schritt ist, wir machen diese Sprints und Releases so quartalsweise, so alle 4 Wochen, 12 Wochen im Prinzip. Das ist ein ganz typischer Rhythmus, den diese Projekte haben. Und entwickeln unser Produkt so scheibchenweise. Und zwar jedes Quartal kommt immer dann aber ein lauffähiges Produkt raus, das vom Kunden schon irgendwie benutzt werden kann. Das ist auch eine radikal neue Idee, die hatte der Ken Beck selber alleine noch gar nicht so richtig viel. Das ist tatsächlich später so mit Kanban gekommen und dann eben mit Scrum gekommen. Und die Idee, dass man das eben so in kleinen Scheibchen released, hat am Stumpf den Grund, was man auf dem Weg hinbekommt, ist, das Projekt kann jetzt besser scalen. Die alte klassische Softwaretechnik ist bei bestimmten Projektgrößen gegen eine Grenze gelaufen. Du konntest Projekte mit mehr als 30 Entwicklern oder Teilnehmern in diesem Entwicklungsteam, konntest du praktisch nicht machen. Das geht nicht. Du kannst so viele Leute nicht gut koordinieren, weil letztendlich irgendwie wahlweise der Architekt ist irgendwie immer so ein Bottleneck oder das Requirements Engineering ist irgendwie ein Bottleneck. Bei dem Umfang passiert jetzt eben unheimlich viel. Damit die Leute hier anfangen können zu arbeiten, müssen erst eben Feature-Beschreibungen da sein, für diese Leute hier. Und da muss, heißt, erstmal muss der Architekt relativ lange arbeiten, bevor die Leute hier eigentlich anfangen zu können zu arbeiten. Und das ist irgendwie immer ein Bottleneck gewesen. Das hat nicht gut funktioniert. Und irgendeiner in dieser Kette war immer überfordert. Und weil man immer versucht hat, möglichst große Dinge auf einmal freizugeben, große Funktionalität, immer so eine Art Big Bang hatte, das Ganze immer ewig lange gedauert und das Feedback vom Kunden, ist das das, was jetzt gebaut worden ist, funktioniert das eigentlich, kam immer relativ spät. Und dadurch, dass man jetzt sagt, okay, wir machen kleine Releases und man hat insbesondere natürlich auch die Git-Unterstützung und dann gehen wir sofort mit denen in Produktion und der Kunde kann das schon evaluieren, hat man zum einen erreicht, dass man schnelleres Feedback vom Kunden kriegt. Und das andere ist, man kann das auch parallelisieren. Man kann mehr als ein Scrum-Team an einem Projekt haben, das unterschiedliche Features macht und unterschiedliche Teile der Software macht. Und dadurch kann man dann plötzlich eben ein paar hundert Leute für eine Firma beschäftigen, in einem Projekt beschäftigen und das Ganze funktioniert trotzdem nicht. Noch funktioniert trotzdem noch. Was mit klassischer Softwaretechnik nie funktioniert hat. Also große Projekte mit richtig vielen Leuten funktionieren quasi nur agil oder andersrum. Agil war die Antwort auf das Scaling-Problem von Projektgrößen. Wenn Projekte richtig groß werden, dann sind eben die Projekte, die versuchen, das klassisch zu machen, regelmäßig mit großer Bravour gescheitert. Es hat unglaublich viele Projekte gegeben, so von öffentlicher Hand, die alle noch im klassischen Bereich ausgeschrieben worden sind, so Verwaltungssachen. Kann sich noch einer erinnern, vor so ein paar Jahren wollte der Bund gerne, dass es eine Software gibt, wo die Universitäten melden, wem sie einen Studienplatz gegeben haben. Damit andere Universitäten, wo sich die Leute auch beworben haben, dann sagen können, okay, der hat jetzt einen Platz in München gekriegt, der kommt nicht mehr nach Kassel. Fertig, ne? Oder die. Und dementsprechend können wir den Studienplatz jetzt jemand anderem geben, der noch in der Warteschlange ist. Das war die ganze Idee. Klingt nicht kompliziert, ist auch nicht kompliziert. Die öffentliche Hand hat diesen Auftrag vergeben und das ist über 5 Jahre dran gescheitert. Haben wir das inzwischen? Ich glaube immer noch nicht. Ne? Und die haben da mit 100 Leuten dran gearbeitet und haben souverän daran zerbrochen. Ein Stück weit, ja, weil sie es nicht agil gemacht haben, behaupte ich jetzt mal. Es gibt beliebig viele andere Projekte der öffentlichen Hand, die auch in der Größenordnung schiefgegangen sind und die ganze Digitalisierung der Verwaltung und des Staatswesens scheitert daran, dass typischerweise diese Projekte nicht agil angegangen werden. Das funktioniert nicht die Bohne.
Es gibt ähnliche Probleme bei großen Firmen, wenn die SAP-Einführung machen. Da hat man schon ganz oft von gehört, das ist auch immer so ein Big Bang, der immer furchtbar crasht und das funktioniert einfach nicht gut. Die SAP-Leute neigen auch dazu, dann so ein All-in-One-Ding zu machen. Also du hast bisher so gearbeitet und jetzt machst du alles mit SAP, den kompletten Laden, also ganz Volkswagen. Sonst geht es nicht, anders können die das nicht. Und die arbeiten sehr schlecht mit anderen Teilsystemen zusammen. So, die Lösung für solche großen Softwareprojekte ist agiles Vorgehen. Und zwar in solchen Release-Iterationen und Sprints. Das funktioniert erstaunlich viel besser als dieser klassische Vorgehensweise, die wir früher hatten. Jetzt gibt es noch diesen Punkt, wir wollen ja diese Kette hier irgendwie verkürzen. Und der Ken Beck hat dann gesagt, hier schmeiß die ersten drei Leute da raus und pack die Entwickler zusammen mit dem Endanwender. Dafür gibt es bei Extreme Programming, lass mich nicht lügen, Kunde vor Ort heißt das, den On-Site Customer. Das ist ein Konstrukt, das hat in den 90ern der Ken Beck noch erfunden. Der hat gesagt, ey Leute, vergiss dieses Aufschreiben von Requirements-Dokumenten, das funktioniert nicht, die Bohne, die ändern sich die ganze Zeit. Wir machen das wie folgt, wir machen ein Team, das diese Software entwickelt, in Iterationen. Die sitzen zusammen in einem Labor. Das Labor hatten wir schon gesehen, irgendwie letzte Woche. Wo ist es? Labor, dahinter. Da, in dem Labor. Und arbeiten da alle schön zusammen. Und der Kunde stellt eine Person ab. Und die sitzt mit dem Entwicklungsteam die ganze Zeit in einem Raum und kann alle Fragen, die das Team zu dem Produkt hat, direkt beantworten. Also genau die Idee, die wir mit diesem, die Ken Beck hatte, schmeißt da vorne diese Kette weg von Leuten, die da erst lange Dinge machen und setz einfach den Endanwender oder einen Kundenvertreter und das Entwicklungsteam in einen Raum. Fertig. Wir brauchen keine Requirements-Dokumente mehr. Die waren früher schon gerne mal so ein paar hundert oder tausend Seiten lang, diese Requirements-Dokumente. Und ich habe Projekte gesehen mit irgendwie 100 Mannjahren, die außer einem Requirements-Dokument gar nichts hingekriegt haben. Ne? Also die dann irgendwie, und das Mannjahr versteht sich zu 100, oder Personenjahr, Entschuldigung, Mädeljahr versteht sich zu 100.000 Euro mal 100 Personen sind 10 Millionen Euro. Und dann hattest du nachher ein Anforderungsdokument, das noch schlecht strukturiert war, weil so viele dran gearbeitet haben und inkonsistent in sich selber war und noch kein Stückchen Software. Ne? Und dann war das Geld alle, weil mehr sollte das eigentlich nicht kosten. Dann hat man einfach gesagt, ach schade, das ist irgendwie schiefgegangen und hat einfach ein neues Projekt aufgesetzt. Und das Gleiche von vorne. Und das kann man jahrelang treiben, diese ganze Nummer. Okay, so die Idee war, davon gehen wir weg und wir setzen einfach den Kunden oder einen Vertreter des Kunden in das Büro, in das Labor mit den Entwicklern zusammen. Und dann ist das ganze Problem Requirements Engineering gelöst. Fertig. Ne, die sprechen miteinander. Wenn irgendeine Frage kommt, welche Farbe willst du hier, wie ich einen Button, brauchen wir da noch ein Eingabefeld für ein Passwort, kann immer der Kunde das beantworten und solche Dinge mehr. In der Praxis hat dieser On-Site-Customer, der hier, nicht funktioniert. Das Problem ist, dass der Kunde, um mit dem Team da zusammen irgendwie die Requirements für diese Software bauen zu können, entwickeln zu können, braucht der Kunde technischen Sachverstand. Der Kunde, die Kundin oder der On-Site-Customer-Vertreter, also die Person, die da jetzt eben sitzt als Kundenvertreter. Und das ist relativ schwierig. Also technischen Sachverstand findest du beim Kunden erschreckend selten. Und das ist immer ein Riesenproblem. Wenn du einen Kunden hast, der nicht genau versteht, wie Software funktioniert, mit dem hast du nur Ärger. Na, also wenn wir Kunden hätten, die wissen, wie Software geht, dann würden die selber bauen und bräuchten uns nicht. Beziehungsweise dann wäre unser Leben viel, viel einfacher. Wenn der Kunde genau weiß, was er eigentlich will, dann ist es schon mal gut. Dann ist es auch leicht, das zu bauen. Das Problem ist, dass der Kunde keine Ahnung hat, was mit Software gut geht und was mit Software schlecht geht. Der Lennart hat in seinem Büro, das können wir jetzt gerade nicht zeigen, so ein fröhliches Comic, wo drinnen steht,
Ja, hallo, hier, ich bin der Kunde, ruft bei so einer Softwareentwicklerin an und sagt, hey, ich hätte gerne ein Programm, das zu jedem von meinem Foto immer irgendwie angibt, auf einer Landkarte anzeigt, wo das Foto gemacht wurde, bei Google Maps. Ne? Und dann sagt man, super, gib mir 3-4 Leute, das mache ich dir in 2 Tagen oder einer Woche, kein Ding. Ne? Die Fotos haben Geokoordinaten, ich binde dir so eine App zusammen, da kannst du neben dem Foto immer anzeigen, wo das ist, das geht ganz leicht. Ne? Und dann sagt der Kunde noch, ja, und ich hätte gerne, dass das noch alle Fotos raussucht, auf denen ein Vogel zu sehen ist. Das klingt jetzt für meine Großmutter gleich schwer. Ist aber nicht gleich schwer. Ne? Aber für einen technischen Laien ist das jetzt erstmal, ja, wieso kannst du das eine, wieso kannst du das andere nicht? Die haben überhaupt kein Gefühl dafür, was geht und was nicht geht. Und das ist ein riesengroßes Problem. So, das Problem damals war, man hat einfach bei der Kundenseite nicht die Leute, die technisch kompetent genug sind, um in so einem Entwicklungsteam ordnungsgemäß mitzuarbeiten und dann das irgendwie zu repräsentieren. Das hat nicht wirklich funktioniert. Und Scrum hat dann im Wesentlichen diesen Product Owner erfunden. Das ist jetzt nochmal wichtig, weil diese Product Owner Rolle habt ihr in euren Teams halt auch. Na? Und das hat dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen einen mit technischem Sachverstand, einen mit technischem Sachverstand nehmen, die im Prinzip so Single Point of Sales oder die Kontaktperson ist für den Kunden und die mit dem Kunden auskaspert, was der will und die dann so als Übersetzer in das Team reingeht und im Wesentlichen da sagt, ja, hier, das was der Kunde möchte. Das ist die Aufgabe vom Product Owner und so eine Rolle, das hat sich eben sehr bewährt, das funktioniert ganz gut. Ne? Product Owner ist eine mittelschwierige Nummer, das machen jetzt inzwischen auch gerne Wirtschaftsinformatiker, weil du letztendlich der bist, der mit dem Kunden da irgendwie reden muss, da braucht man entsprechend Social Skills für, das kann nicht jeder. Ihr müsst das jetzt alle mal so ein bisschen üben. Eure Kunden sind aber auch dann eben Clemens und wer noch? Und Natascha. Die haben jetzt technische Skills. Die werden sich manchmal versuchen, so ein bisschen selber doof zu stellen, aber mit denen kann man auf einer technischen Ebene ganz gut reden. Deswegen ist das ein bisschen leichter. Ne? Es ist wirklich schwer, wenn man das mit jemandem bekaspern muss, der Verwaltung studiert hat oder ich will jetzt keinen diskreditieren, ne? Aber wenn ich jetzt mit einem Küchenchef im Prinzip oder einer Küchenchefin das diskutiere, die braucht irgendwie fürs Restaurant irgendwie Software, das ist irgendwie schwieriger. Ne? Dann zu sagen, nee, erkennen, ob der Kunde ein Tattoo hat oder nicht, kann ich leider nicht. Ne? Also das ist relativ schwierig. Inzwischen kann man es wahrscheinlich, aber das sind so verschiedene Dinge, die schwierig sind. So, also das ist die erste große Nummer und dann haben wir aus dieser langen Kette, die wir hier vorne hatten, jetzt mal dieses Ding, diese Person, haben wir nicht wirklich wegrationalisiert, die gibt es immer noch, die nennen wir jetzt Product Owner und schieben sie hierhin zu dem Entwicklerteam. Und da sitzen die ganze Zeit. Und der schreibt es eben nicht mehr auf, sondern der setzt sich hierhin. Ja, und wenn er möchte, schreibt er ein bisschen was auf. Es gibt dieses Stories, die wir da hatten, das sind bei uns dann anschließend, wie heißen bei uns Stories? In Jira heißen die Issues. Das ist leider eine dieser Dinge, da passen diese Tools nicht wirklich gut zusammen. Müssen wir vielleicht tatsächlich dieses von dem Video oder dieses On-Time da ausprobieren. Vielleicht ist das irgendwie besser. Einfach nur, dass die Begrifflichkeiten nicht so durcheinander gehen. Also im Jira nennen sich diese Dinger Issues. Die kriegen typischerweise eine kurze Beschreibung, so einen Absatz, eine Drittelseite oder sowas, wo drauf steht, was man ungefähr da machen muss. Und die Drittelseite, die man da kriegt, reicht auf keinen Fall aus, um das Ding alleine dann ohne Rücksprache zu implementieren. Die Drittelseite, die man da kriegt, ist nur dafür da, dass man so eine Kostenschätzung machen kann. Na, dass man ungefähr sagt nachher, ja, das wird so und so lange dauern. Das sind im Prinzip hier diese, bei Scrum, bei Extreme Programming hießen die noch Customer Story und das sieht man hier so ungefähr, das ist so die Amount of, die Menge von Text, mit der die das immer so beschrieben haben. Und dann gibt es hier unten damals auch schon diese Zeitleiste,
wo man im Wesentlichen aufgeschrieben hat, wie viele Stunden habe ich da jetzt schon dran gearbeitet. Und es gibt vorweg auch irgendwann eine Tech-Estimate. Da hat man geschätzt, so und so lange werde ich dafür brauchen. Also die Idee, dass man mal bei diesen Storys so eine Schätzung macht, wie lange brauche ich dafür, die gab es auch schon bei Extreme Programming. Zudem, wie komme ich auf dieses Schätzverfahren, was die da vorgestellt hat, mit diesen, ja, das ist entweder 1, 2, 4 oder 10 Stunden oder 1, 2, 4 oder 10 Tage oder 1, 2, 4 oder 10 Monate. Da ist ganz tiefe Wissenschaft dahinter, das erkläre ich am Freitag, wie das geht und warum die das so machen. Das mache ich nicht heute. So, jetzt haben wir Kunde vor Ort. Dann gibt es diesen Scrum Master. Na? Das Design lasse ich mal weg. Moment, Refactor. Jetzt irgendwo da. Es gibt diesen Scrum Master. Das ist, der müsste, habe ich, hat eine eigene Folie bei mir, bin ich ganz sicher. Der Product Owner, der Scrum Master. Den hat der in dem Video so als ja, Projektmanager aufgestellt. Die Rolle von diesem Scrum Master, die ist so ein bisschen schillernd, möchte ich jetzt mal sagen. In dem klassischen Scrum, so wie das auch in dem Video vorgestellt hat, ist das im Wesentlichen nur ein Projektmanager. Was im Wesentlichen bedeutet, naja, der sammelt die Stundenzettel auf. Ne, und sorgt dafür, dass nachher am Ende des Monats das mit dem Geld ungefähr hinkommt. Und der sorgt im Prinzip so ein bisschen dafür, dass im Team die richtigen Leute sind und betüdelt die so ein bisschen, dass die alle Frieden, happy und sind und macht solche Geschichten. Also der kümmert sich um Budgets, um Zeitkonten, um Leute. Der ist typischerweise dann aber auch dafür zuständig, irgendwie mal eine Party zu schmeißen, damit die Stimmung gut ist. So Wohlfühlmanagement macht der oder die auch und all so ein Kram. Der malt diese Burndown-Charts und der gibt ganz am Schluss, macht er mit dem Kunden auch die Abrechnung und sagt, wir haben jetzt so und so viel geschafft, guck mal, das ist toll. Und dafür bezahlst du uns jetzt diesen 3 Monate. Ne? Und erklärt ein bisschen dem Kunden die Kosten. Das ist auch ein relativ wichtiger Teil. Es gibt immer einen, das macht dann typischerweise Product Owner, der erklärt dem Kunden, das sind die neuen Features, die du hattest. Und der Scrum Master erklärt dem typischerweise oder die Scrum Masterin, das sind die Gründe, warum das super schwer war. Und nur weil wir so ein unglaublich geniales Team ist, haben wir das so schnell hingekriegt. Und du bist jetzt echt stolz auf uns und zahlst das gerne. Na? Das ist so ein bisschen die Aufgabe von denen. Und es gibt eine Sache, die Kent Beck dann eben, naja, ich würde fast sagen, falsch gemacht hat. Der hat damals diesen Designer oder die Designerin auch aus dem Team gekickt und hat gesagt, das brauchen wir nicht. Na? Und er hat gesagt, diesen ganzen Schritt brauchen wir nicht. Ja? Und die ganzen agilen Leute haben in ihrem, es gibt ein agiles Manifesto, googelt das mal, lest das, sollte jeder auswendig kennen. In diesem agilen Manifesto steht drinne, lass diesen UML-Scheiß weg. Den wollen wir nicht. Und Design brauchen wir nicht. Wir coden. Na, unser Code dokumentiert sich selbst und unser Programm ist die Final Truth und da steht genau drinne, wie alles funktioniert. Und wer sich dafür interessiert, liest das einfach. Na, und wir brauchen keinen Entwurf, kein Design, keinen Kram. Wir haben ein Team von ganz tollen, intelligenten Softwareentwicklern, Entwicklerinnen, das kriegt das so hin. Ja, was soll ich dazu sagen? Na, also ich mal, an dieser Stelle bin ich jetzt als Softwaretechniker persönlich relativ angepisst und sag, ey, was alles, was ich gelernt habe über Design Pattern und all so ein Kram, das ist überhaupt nichts wert. Das kann doch wohl gar nicht so sein. Und tatsächlich beobachte ich in den Projekten, dass das nicht stimmt. Die reine Lehre von Scrum ist, dass sich am Sprintstart das Team der Entwickler und Entwicklerinnen trifft mit dem Product Owner und dem Scrum Master
und dann eben so aus dem Backlog so ein paar Stories nimmt und dann schätzt, was ist das für ein Aufwand mit so einem Planning-Poker. Dafür hatten wir ja dieses Kartenspiel im Prinzip schon kennengelernt. Und dann anschließend priorisiert typischerweise der Product Owner, die Product Ownerin, okay, das sind die 10 Sachen, die machen wir diesen Sprint. Und dann hacken alle fröhlich los. Dann teilen die Leute die Stories, die gemacht werden sollen, untereinander auf und da teilen die unter Umständen die nochmal in Tasks. Was ist bei Issues der Unterarbeitspunkt im Jira? Tasks. Ne? Das geht im Jira auch. Schätzen vielleicht nochmal die einzelnen Tasks, arbeiten die ab, protokollieren das und sowas. Und alles funktioniert ohne technische Koordination. Und nach meiner Erfahrung funktioniert das eben nicht ohne technische Koordination. In der Scrum-reinen Lehre heißt es ja, das Team, die sind ja alle technisch kompetent, die einigen sich. Ne? Die diskutieren die technischen Ideen, die es so gibt und probieren dann so ein bisschen das auf und dann einigen sie sich drauf, wie das alles funktionieren soll und dann machen sie das halt. Ne? Und die Leute wissen ja auch, wie sie es nachher umsetzen, die haben unheimlich viel Erfahrung, die können das ganz toll und das klappt alles von ganz alleine. Naja, mindestens mal in euren Projektgruppen funktioniert das nicht, die Bohne. Da gibt es bestimmte technische Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Die kriegt man nur hin, wenn man hinreichend viel Erfahrung hat. Und die meisten, die in den Teams sind, sind halt eben Studierende im zweiten, dritten Jahr. Die haben diese Erfahrung nicht. Na, und dann kommen so fröhliche Ideen auf irgendeiner Team von euch will irgendwie diese libgdx, glaube ich, irgendwie verwenden. Weiß einer, was das ist? Ne? Das ist so eine Bibliothek, die kann man benutzen, um Spiele zu bauen. Die ist ziemlich gut. Die macht auch eigentlich technisch Sinn. Aber in so einer Projektgruppe ist das eine blöde Idee. Ne? Und die Leute, ich glaube, die Tutoren haben schon gesagt, tut das nicht. Die Leute haben nicht auf die Tutoren gehört. Wer hängen will, soll hängen, dann ist mir das auch egal. Aber das ist eine Sache, die typischerweise schief geht. Und der Grund, warum das schief geht, ist, weil nicht das ganze Team das kann. In so einem Teamprojekt müsst ihr euch bei den Technologien, die ihr aussucht, auf die Dinge konzentrieren, die 90% des Teams können. Und wenn nicht mindestens 90% des Teams Erfahrung mit libgdx haben, ist es eine bessere Idee, JavaFX zu nehmen, weil das haben alle Leute in PM schon mal gemacht und damit kommen die klar. Na, und die Idee, naja, dann mache ich den Teil mit dem GUI halt, na, oder die zwei, die es können. Es müssen mehr Leute können und zwar praktisch eigentlich alle im Team, sonst lasse ich besser die Finger von dieser Technologie. Das macht gar keinen Sinn. Es gibt ganz, ganz viele Scrum-Projekte, insbesondere in diesem Microservice-Bereich. Das ist dann der nächste Schritt, wie ich solche agilen Projekte noch größer skaliere, wo man sagt, ja, da kann sich jedes Team jetzt entscheiden, welche Technologien es geben möchte. Dann kommen grundsätzlich immer Leute frisch von der Uni, die sagen, lass uns das in Haskell machen. Na, wer weiß, was Haskell ist? So zwei, drei. So eine abgedrehte funktionale Programmiersprache, die wird an komischen theoretischen Universitäten unterrichtet und die Theoretiker stehen drauf. Also wenn ihr bei Martin Lange mal so richtig Eindruck schinden wollt, dann schickt ihm ein Programm in Haskell, das ihr geschrieben habt. Der wird da feuchte Augen von bekommen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn im Team nur 2 oder 3 Leute Haskell können. Und selbst wenn alle im Team Haskell können, macht immer noch keinen Sinn, weil das nächste Team, das in 3 Jahren übernimmt, dieses Projekt kann kein Haskell. Und die treten dann alles in die Tonne, was da gemacht worden ist. Nehmt nicht irgend so ein Kram, das keiner kennt. Ne? Und es reicht nicht, wenn euer Team das kennt. Das nächste Team und das übernächste Team, mit dem ihr dann irgendwann weitermacht, muss das auch alles kennen. Nehmt Standardtechnologien, die funktionieren, die sich bewährt haben und gut ist. Erster Punkt. So, nachdem wir dann uns entschieden haben, welche GUI-Bibliothek wir verwenden wollen, junge Leute, wenn ihr hört nicht auf die hören sowieso nicht auf die alten Leute, wenn ihr dann damit gescheitert seid, erinnert euch an diese Worte. So, wenn ihr damit doch durchkommt, dann war es Zufall, ne? Das ist ein Messfehler, ne? Also das ist kein Beweis, dass ihr recht hattet. Das nächste, was man machen muss, ist,
Typischerweise ist es eben so, dass so die Grundkonzeption von so einer größeren Software wie dieser Spiele-Client, den ihr da jetzt baut, wie soll das im Großen und Ganzen ablaufen? Was ist so die grobe Struktur? Eigentlich dann doch eben das Design. Da braucht es dann doch mal irgendwie so zwei, drei Leute oder einen, der sich darum kümmert. Ich habe hier eine zusätzliche neue Scrum-Rolle erfunden. Auf der Folie, da steht Architecture Owner. Oder Ownerin, Owner gibt es im Englischen halt nicht, die weibliche Form. Architecture Owner ist eine Person, die diese technischen Entscheidungen kompetent trifft oder verantwortet oder da, sagen wir mal, den Überblick hat. Das kann auch zwei Personen sein. Das kann der Product Owner sein, das kann der Scrum Master sein, das kann eine dritte, vierte Person sein aus eurem Projektteam. Meiner Erfahrung nach braucht es sowas. Jedes Projekt braucht irgendwie ein, zwei Leute, die den Überblick über die Architektur haben und das Gesamtsystem so ein bisschen im Blick haben. Und der große Punkt, der bei Scrum mehr oder weniger nicht wirklich gut geklärt ist, ist, dann gehe ich aus diesem Meeting raus, habe meine Taskkarte zugeteilt bekommen oder meine Story zugeteilt oder mein Issue zugeteilt bekommen und fange an, mir zu überlegen, wie mache ich das jetzt? Da würden jetzt die Scrum-Leute sagen, wieso? Das haben wir doch in dem Scrum-Meeting, als wir geschätzt haben, haben wir schon besprochen, wie wir das machen wollen, sonst hätten wir ja gar keine gute Schätzung machen können. Da haben wir uns ja schon ein Konzept dafür überlegt, wie lange das wohl, sonst hätten wir ja keine ordentliche Kostenschätzung machen können. Ja, na gut, wir haben schon ein paar Überlegungen getroffen, aber jetzt sitze ich da und mein Bildschirm, ich habe das IntelliJ aufgemacht und gucke da so drauf und denke, ach scheiße, wie fange ich denn da jetzt an? Wie nenne ich diese Klasse? Welche andere Klasse war das nochmal, die ich hier benutzen soll? Wo finde ich nochmal diese Funktionalität? Wie viele Parameter kriegt diese Methode? Wie soll das nochmal genau ablaufen hier? Darf ich an dem Objekt, was ich da übergeben komme, schreibend ändern oder muss ich mir eine Kopie davon machen? Lauter so fröhliche kleine Fragen. Und irgendeiner muss das beantworten. Und oder ich brauche jemanden als Team, mit dem ich das besprechen kann. Das kann ich mit meinem Pair-Programming-Partner machen. Also mit irgendeinem, der gerade neben mir sitzt. Aber irgendwann muss da mal eine Entscheidung getroffen werden. In Scrum heißt es immer, das Team trifft die Entscheidung. Das heißt, ich warte dann das nächste Teamtreffen ab, um so eine Entscheidung zu kriegen. Das ist blöd. Das dauert zu lange. Es muss immer dann, wenn ich das Problem habe, ich weiß nicht mehr weiter, was soll ich jetzt hier machen, wie gehe ich rechts oder links, muss ich einen Ansprechpartner haben, den ich fragen kann, wo soll ich jetzt hier lang gehen. Und das ist meiner Meinung nach die Aufgabe von so einem Architecture Owner oder ich sag mal insgemein die vom Management-Team. Also tatsächlich ist diese Architecture Owner eine Erfindung von dem Ulrich Norbesrath. Der hat das in seinen Projekten so gemacht. Die machen Gruppen, die sind ein bisschen größer, so 20 bis 30 Personen. Dann haben die einfach drei Leute im Leitungsgremium und die sind für alle jederzeit ansprechbar, wenn irgendeine Frage, technische Frage zu klären ist. Und machen das die ganze Zeit, ständig. Und zwar alle drei irgendwie im Team. Wir haben diese rotierenden Product Owner und Scrum Master, das ist so ein bisschen schwieriger, dass dann immer diese Rollen von jemandem ausgefüllt werden, der auch die Übersicht oder die auch die Übersicht über die Architektur hat. Und dementsprechend ist es dann oft so, dass man nochmal irgendwie eine zusätzliche dritte, vierte Person hat, die nicht offiziell diese Funktion hat, Architecture Owner zu sein, aber wo alle wissen, den kann ich fragen oder die kann ich fragen. Die weiß Bescheid. Na? Und ich finde diese Rolle monumental wichtig. Und ich denke, man kommt ohne den nicht aus. Na? Und wir werden dann sehen, wie ihr so klarkommt. Also, und das ist aber nicht Scrum. Na, also in Scrum macht das Team das auf magische Weise und dass es so einen Architekturschritt braucht, wird da einfach immer wegdiskutiert. Nö, das braucht es nicht, das kriegen die Kinder schon alleine hin. Na, oder die Leute im Team, die schaffen das, die brauchen sowas nicht, die sind erfahren und bla bla bla. Doch, das braucht es, ohne den geht es total schief. Findet solche Leute in eurem Team und hört auf die. Na, und insbesondere ist jetzt eben
nochmal aus meiner Sicht besonders wichtig, der Product Owner und der Scrum Master und irgendwie die Leute, die sich mit der Architektur auskennen, müssen in dem Discord-Meeting ständig verfügbar sein. Damit, und wenn Leute irgendwie arbeiten und irgendwie eine Frage haben, muss man die immer rückfragen können, um rauszukriegen, was soll ich jetzt hier nochmal genau machen, wie war das nochmal gemeint. Na, und in den Scrum-Vorbereitungstreffen, in den Sprint-Planning-Meetings, kriegt man das nicht so detailliert geklärt. Ne, das ist, funktioniert einfach nicht und das bleibt ein fortlaufender Job und meiner Meinung nach ist das der anstrengendste Job in so einem Projekt, das Management zu sein und, ne, also, oder dieser Architecture-Owner zu sein. Und ja, egal, wie das jetzt mit dem offiziellen Product-Owner und Scrum-Master korreliert, normalerweise würde ich sagen, die beiden machen das, die Architektur mit. Wenn das nicht so gut hinkommt aus technischen Gründen, dann macht es Sinn, dafür nochmal eine zusätzliche Person zu haben. So, das war der Teil. Jetzt haben wir es eigentlich. Ne? Also, das war vielleicht dieser Punkt. So, nochmal, was wir machen ist jetzt, wir machen diese Sprints und Releases. So ist ja unser Softwaretechnikprojekt auch gebaut, weil es gut funktioniert. Ne? Tatsächlich habe ich von Jatta vor ein paar Jahren schon mal Feedback bekommen, dass diese agilen Projekte für das Entwicklerteam viel stressiger sind. Ne? Da musst du alle 3 Monate deinem Kunden was vorzeigen können, was den auch irgendwie zufriedenstellt und wofür der dann, was weiß ich, ich habe 10 Leute, sagen wir mal 9 Leute, ja 12 Leute wäre gut. Ne, dann sind 3 Kalendermonate, 4 Personenjahre. Das heißt, jedes Quartal erwartet ihr, dass euer Kunde euch 400.000 Euro überweist. So, dafür müsst ihr dem dann aber auch in so einem Release-Meeting dem Kunden auch irgendwie Funktionalität präsentieren, wo er sagt, ja alles klar, das ist die 400.000 Euro wert, weil jetzt laufen bei mir die und die Abläufe in der Firma viel besser und viel einfacher und ich verdiene viel mehr Geld, ich spare irgendwelche Kosten ein. Das heißt, das rechnet sich für mich. Ne? Und das möchte die jedes Drecksquartal. Und es gibt eben auch manchmal so Quartale, da hat man nur Bugfixing gemacht. Und nur Renovierungsarbeiten gemacht und irgendwie gar keine neue Funktionalität vorzuweisen. Dann guckt der Kunde immer so ein bisschen sparsam. Wie? Jetzt habe ich irgendwie 3 Monate gewartet, 400.000 Euro bezahlt und kriege das Gleiche, was ich vor einem Quartal auch schon hatte. Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Und dann sagt ihr, jo, Hände, und dann kommt der große Stunde der Scrum Master, der erklärt, dass er total fleißig gewesen ist und alles viel schöner ist und jetzt demnächst also abgeht wie Schmitz Katze und alles ganz schnell geht. Na? Aber das sind immer relativ schwierige Sachen. Und diese großen Projekte, wo man so alle 3 Jahre mal so ein Release macht, ne, da hat man 2 Jahre lang totale Ruhe vor dem Kunden. Entwickelt so vor sich hin, macht so ein bisschen was, geht auf Firmenpartys, geht zum Stammtisch, geht zum Sport, alles völlig relaxed. Und dann, ja, so das letzte halbe Jahr, bevor man dann liefern muss, wird es dann so ein bisschen hektisch. Und dann irgendwie so 3 Monate, bevor man liefern muss, sagt man dann, oh scheiße, wir haben leider nur 30% hingekriegt, tut uns auch wirklich leid. Und dann müssen irgendwelche BWLer irgendwie auskaspern, wie man mit diesem Problem jetzt umgeht. Ne? Aber als Entwicklersicht ist das viel relaxer, weil man nicht so oft Ergebnisse präsentieren muss. Ne? Und das macht viel mehr Spaß. So umgekehrt ist das genau der Grund, warum agile Sachen funktionieren. Weil man eben regelmäßig gezwungen wird, zu sagen, okay, jetzt haben wir wirklich was fertig gekriegt und kann das auch dann vorzeigen und es hilft dann auch wirklich. Und dadurch kommt man tatsächlich auch viel besser voran und viel schneller. Es gibt diese Aufgabe, die verschiedenen Stories oder Issue-Beschreibungen zu harmonisieren. Das ist eine Sache, das geht jetzt relativ tief in die Grundsätze des, in diesem Grundkonflikt drin zurück. Klassische Softwaretechnik hat gesagt, der Architekt ist der große weiße alte Mann mit dem Bart aus dem Film Matrix, der superweise die richtigen Entscheidungen trifft, alles Design macht und der alles gut hinkriegt.
ohne den geht's nicht und der muss gefälligst also mal mindestens so gut bezahlt werden wie der Chefarzt von irgendeiner Klinik. Ne? Also, oder eigentlich besser. Ne? Also, das ist schon ein gottähnliches Wesen mit großartiger Bezahlung. Das ist das, wofür man Softwaretechnik studiert. Das möchte man alle, möchten alle gerne werden. Und Ken Beck hat gesagt, diesen Typen brauchen wir nicht. Der ist im Weg. Der hält uns auf. Der ist doof. Ne? Und feuert den. Wenn er den feuert und dafür zwei Entwickler einstellt, dann habt ihr vierfache Geschwindigkeit hingekriegt, weil wir nicht mehr auf den warten müssen und der ist, macht sowieso nur Blödsinn und da kommt nichts mehr rum und die Probleme der realen Welt löst er nicht und das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und die agilen Leute haben dann im Wesentlichen Designarchitektur und solche Dinge komplett weggedrückt. Und dann gibt es so eine Stelle, und jetzt zeige ich das komische Diagramm doch. Diese Sache hier ist es im Prinzip. Die klassische Softwaretechnik hat immer behauptet, wenn ihr in den frühen Phasen beim Requirements Engineering und beim Design einen Fehler macht und müsst dann später diesen Fehler korrigieren, dann ist das unglaublich teuer. Deswegen investiert möglichst viel Zeit in die frühen Phasen. Wenn ihr da Fehler vermeidet, habt ihr ganz viel Geld gespart. Ja, und das war die Rechtfertigung dafür, warum der Architekt zu viel Geld verdient oder die Architektin. Ken Beck sagt, das ist Bullshit. Wir brauchen diese Typen nicht. Design ändert sich sowieso die ganze Zeit. Und naja, er hat ein Stück weit recht. Er sagt, ja, so eine Architektur, das ist so ein bisschen wie so ein Fünfjahresplan im Kommunismus. Na, da wird irgendwie von klugen Menschen irgendwie ein gut gemeinter Plan gemacht und der dann aber in der Praxis nicht die Bohne funktioniert. Ja, und dann kommt es überall zu Engpässen, es gibt kein Klopapier mehr, irgendwelche Dinge, Zahnpasta ist alle, keine Kohle, kein Strom, irgendwelche, kein Werkzeug, irgendwelche Dinge, die, wo der Plan den Kontakt mit der Realität nicht ausgehalten hat. Ja, und ich habe schon wirklich viele großartige Pläne gesehen und Architekturen, die locker mehrere Minuten gehalten haben, bis der Erste versucht hat oder die Erste das umzusetzen. Na, und ungefähr in dem Moment, wo man die Datei anlegt oder die erste Methode anlegt, stellt man fest, so wie die sich das überlegt haben, das funktioniert gar nicht. Da fehlt Information. Ich brauche einen zusätzlichen Parameter, um diese Aufgabe erfüllen zu können. Und wo kriege ich das jetzt her? Und da muss ich eben wieder gucken, mit jemand anderem sprechen. Da komme ich nicht drum rum. Ken Beck sagt, diese 5-Jahres-Plan-Architekturen könnt ihr in die Tonne treten, brauchen wir überhaupt nicht. Es reicht, wenn wir coden. Und am Schluss, und er sagt, naja, wenn wir dann irgendwann beim Coden feststellen, wir brauchen noch einen Parameter, ja, dann machen wir ihn halt dazu. Wir sitzen ja alle in einem Raum, sprechen wir schnell miteinander, Sache in 10 Minuten erledigt. Ne, und der andere weiß, ah ja, wenn ich das rufe, muss ich das noch machen, okay, gar kein Ding. Und der sagt tatsächlich sogar, Erweiterungen meines Systems werden immer billiger, wenn ich sie später mache. Da gibt es noch eine Folie zu, hoffe ich. Hier, ha. Im Wesentlichen ist die Idee der klassischen Softwaretechnik, dass mein Projekt mich am Anfang in diesen frühen Phasen, weil ich da relativ wenig Leute habe, wenig kostet. Und wenn ich hinten dann später hier neue Features dazu tun möchte, wird es immer teurer. Wenn ich da irgendeine Änderung machen möchte, weil irgendeine Änderung, die ich hier hinten machen möchte, mein Design kaputt macht. Und ich muss ganz, ganz viele Dinge, die ich hier vorne getan habe, über den Haufen werden und neu machen, weil ich hier hinten noch ein Requirement finde, was ich am Anfang nicht bedacht habe. Und das heißt, späte Erweiterungen meiner Software sind sehr, sehr teuer und der Grund dafür ist, dass sie mit dem Design, das ich ursprünglich gemacht habe, in Konflikt geraten. So, Ken Beck sagt, nö, das stimmt überhaupt nicht. Meiner Erfahrung nach ist es unglaublich leicht, wenn sich so ein Projekt erstmal eine technische Basis geschaffen hat, auf dieser Grundfunktionalität, die ich dann habe, obendrauf neue Funktionalität draufzusetzen. Das funktioniert super. Und wenn wir erstmal so eine gewisse kritische Größe überschritten haben, danach neue Features raushauen, wird immer einfacher, immer schneller und geht total einfach und geht ganz leicht. Damit wir das tatsächlich hinkriegen, hat Ken Beck diese Refactorings erfunden. Habe ich die schon erzählt? Refactoring?
Refactoring heißt Code-Reorganisation. Der sagt, im Prinzip läuft die Implementierung von einem Issue so ab. Ich hack das erstmal rund. Ich schreibe als allererstes den Test. Ne? Test-First-Prinzip hatten wir schon bei PM. Ist ein Grundprinzip, das kommt aus dem XP. Das brauche ich nachher, um die Zusammenarbeit von vielen Leuten, damit meine Funktionalität nicht wieder verloren geht. Also erstmal den Test schreiben. Dann so lange implementieren, bis der Test grün ist. Ne, eventuell das in ein paar Iterationen, mehr Funktionalität in den Test aufnehmen, mehr Funktionalität implementieren. Irgendwann bin ich damit durch und sage, jopp, Feature ist fertig. Alles ist Funktionalität da, die ich habe. Und dann kommt bei Kent Beck so eine Phase, die nennt er Refactoring oder Aufräumen. Dann sage ich, oh, was habe ich denn hier eigentlich gerade für ein Chaos hinterlassen? Und dann geht man hin und sagt, okay, guck mal, hier, da ist es so Copy-Paste-Code, diese 10 Zeilen sind da unten nochmal, daraus mache ich jetzt eine Methode. Na, und dann mache ich so ein Extract-Method-Refactoring, dass ich einfach da oben die 10 Zeilen, da unten die 10 Zeilen, da unten die Zeilen in eine Methode schiebe und dann an der Stelle, wo die vorher stand, nur den Methodenaufruf habe. Dann gehe ich hin und sage, oh, hier, das ist aber nicht so schön benannt. Das wäre, glaube ich, schöner und einfacher zu verstehen, wenn ich das nicht nur X nenne, sondern Unknown. Oder irgendwie, was weiß ich, wie ich diese Variable gerade genannt habe. Ne? Oder the person oder irgendwelche Dinge mehr. Das heißt, dann fange ich an, vergebe schönere Namen und erhöhe die Lesbarkeit von meinem Programm. Eventuell denke ich nochmal nach, oh, guck mal, hier sind drei Methoden, die funktionieren ganz ähnlich. Die heißen aber ganz unterschiedlich. Es wäre schön, wenn die gleich heißen. Und dann mache ich vielleicht Parameterüberladung dafür. Und da habe ich irgendwelche Funktionalität auch vielleicht doppelt implementiert. Das versuche ich dann irgendwie zusammenzuziehen. Eventuell mache ich Klassenumbauten und solche Geschichten mehr. Refactoring sind eine Idee von Kent Beck und ist ursprünglich tatsächlich die Idee, dass ich 20 Minuten habe ich noch, wunderbar, in meinem Code Umbauten machen kann, die Semantik erhalten sind. Und Semantik erhalten ist an dieser Stelle ein schwieriges Stichwort. Also was ist ein Semantik erhaltender Code-Umbau? Prinzipiell kommt es eben darauf an, was ist jetzt meine Semantik von meinem Programm. Ne? Also nehmen wir mal diese Stelle, wo ich gesagt habe, hier diese 10 Zeilen Code, die lagere ich in eine andere Methode auf. Ne? Und dann da, wo vorher diese 10 Zeilen standen, mache ich jetzt einen Methodenaufruf hin. Da hat man so das Gefühl, hey, da hat sich die Semantik von meinem Programm nicht geändert. Das macht genau das Gleiche wie vorher. Ne? Die Zeilen Code, die dann da durchlaufen werden, sind dieselben wie vorher. Eigentlich ist nichts passiert. Ja und nein. Also was mal mindestens passiert ist, wo vorher die 10 Zeilen direkt gestanden haben, ist jetzt ein Methodenaufruf. Dieser Methodenaufruf braucht Hauptspeicher, wenn ich den durchführe. Da wird ja ein Procedure Call Frame angelegt. Und wenn ich Pech habe, waren das genau die 30 Byte, die ich nicht mehr hatte auf dem Mikrocontroller, auf dem ich gerade bin. Und dann fliegt mir mein Programm mit einer Out-of-Memory-Exception um die Ohren oder Stack-Overflow-Exception um die Ohren, weil ich ein bisschen zu viel Hauptspeicher verbraucht habe. Also die Leute, die so Mikrocontroller programmieren, wissen das ohne Ende. Das passiert die ganze Zeit. Dieser Methodenaufruf braucht ein paar Millisekunden, um durchzuführen. Das heißt, mein Programm ist an dieser Stelle ein ganz bisschen langsamer geworden als vorher. Und ich habe schon parallele ablaufende Programme gesehen, wo so eine Änderung dazu geführt hat, dass das irgendeine komische Racing Condition Bug gefeuert hat. Da sind zwei parallele Programme und das Programm ist dann einfach abgeschmiert, wenn ich das so ein Extract Method Refactoring gemacht habe. Wenn ich irgendwo mal so ein System-Out-Printline in so eine Methode reinmache, habe ich irgendwie auch das Gefühl, das ist doch, ändert doch die Semantik von meinem Programm nicht. Ich kriege nur mehr Ausgabe auf meiner Konsole. System-Out-Printline ist eine IO-Operation, die dazu führt, wenn ich parallele Programme habe, dass das Programm, das diesen Befehl ausführt, unter Umständen an der Stelle mal kurz vom Scheduler aus meinem Ding rausgekickt wird.
Also der Scheduler sagt, oh, du redest mit dem Betriebssystem, dann benutze ich die CPU jetzt gerade mal für einen parallelen Thread. Da passieren seltsame Dinge bei diesem parallelen Programm. Und by the way, damit es nicht zu einem Deadlock kommt, nehme ich dir alle Logs weg, die du gemacht hast. Also immer da, wo du, wie heißt das in Java, das Schlüsselwort, mit dem ich so einen Log machen kann. Unsynchronized habe ich davor die Methode geschrieben, habe gesagt, hey, da ist immer nur einer drin. Wenn in dem Rumpf dieser Methode man ein System-out-Printline hat, kann in dem Moment, wo ich da drauf laufe, ein zweiter in die Methode rein. Ganz seltsamer Java-Bug, wenn du mich fragst. Ne? Also, das heißt, bei System-out-Printline ändert die Semantik. Und es gibt nicht wirklich sowas wie einen semantikerhaltenden Umbau meiner Architektur. Das geht nicht. Das hat immer irgendwie subtile, kleine Auswirkungen auf Details meines Speicherorganisation und meines Laufzeitverhaltens. Sehr subtil, sehr klein. 99,99% macht das keinen Unterschied. Aber manchmal haut es zu. Und zwar immer Weihnachten, Heiligabend fliegt dir das um die Ohren. Ne? Als der 1.000.001. Benutzer versucht hat, das zu machen. So, das jetzt gesagt, sind Refactorings trotzdem eine super Idee und tatsächlich funktionieren sie auch fast immer. Und das kann man ruhig machen, wenn man JUnit-Tests hat, die sicherstellen, dass nach dem Umbau alles noch funktioniert. Dafür sind die schließlich da. Das heißt, wenn ich genügend JUnit-Tests habe, kann ich fröhlich an meinem Programm solche Umbauten und Refactorings vornehmen und Semantik erhalten, bedeutet an dieser Stelle sind immer noch alle Tests grün. Dann war das ein valider Umbau, dann durfte ich das machen. Na? Und fertig. Und dass man so jetzt tatsächlich arbeiten kann, ist ein ganz wichtiger Schritt, um arbeitsteilig zu machen, um diese ganzen Sachen hinzukriegen und auch ein ganz wichtiger Schritt Richtung agil und skalieren. Ich schaffe es eben dadurch, dass ich diese JUnit-Tests habe, dass ich Refactorings machen kann und dass ich ohne große Probleme mit vielen Leuten am gleichen Projekt arbeiten kann. Dafür brauche ich die ganz dringend und deswegen sind die so unheimlich wichtig. So, weil ich jetzt Refactoring mache, also ich habe jetzt mein neues Feature implementiert, danach habe ich schön alles durchstrukturiert neu und jetzt ist es super schön. Weil ich dann jetzt eine gute Struktur in meinem Gesamtsystem habe, alles durch JUnit-Tests abgesichert habe, kann ich jetzt an so einem großen Programm relativ leicht Umbauten machen. Für ein neues Feature, das ich jetzt gerade einführe, haben möchte, weil ich habe ja immer JUnit-Tests, die sicherstellen, dass ich nichts Altes kaputt mache. Und ich kann immer prüfen, wenn ich so einen Umbau mache, ist das okay oder ist das nicht okay. Und dadurch werden bei Canned Back und Extreme Programming und in den agilen Dingern größere Umbauten auch später im Projekt relativ billig und einfach. Und das ist ein riesengroßer Fortschritt zu der klassischen Softwaretechnik. So zu der Zeit, als man noch C++ orientiert hatte, konnte irgendein dusseliger Anfänger, Anfängerin hingehen, in irgendeine Header-Datei Dinge reinschreiben, die dann einen Konflikt bei den globalen Variablen erzeugt haben und die das komplette Programm, das schon seit 30 Jahren ohne Probleme lief, gecrasht haben. Das war früher total einfach und dann hieß es immer, pack das bloß nicht an. Und seitdem wir dieses Test-First-Prinzip haben und können wir das ohne Probleme machen und das ist ein riesengroßer Beitrag, den die agile Softwareentwicklung jetzt hier tatsächlich geleistet hat. Damit bin ich jetzt aber dann hoffentlich bald hier wieder. Man braucht doch mal sowas wie Architektur. Man muss im Team darüber sprechen, wie sollen eigentlich diese Issue, wie soll der jetzt implementiert werden? Wo müssen da welche Schritte gemacht werden? Und dafür braucht das Team irgendwie Dinge. Ich empfehle Software Stories. Die funktionieren aus meiner Sicht super gut. Die habt ihr in PM kennengelernt. Alle können das in eurem Team. Schreibt solche auf. Die sind auch toll, um nachher dem Kunden zu erklären, das ist das, was unser Team jetzt alles umgesetzt hat. Guck mal, solche komplizierten Schritte kann deine Software. Ist ja wohl klar, dass du die 400.000 Euro bezahlst. Ne? Solche Dinge kann man dann nachher in einem Release-Meeting mit dem Kunden treffen, eben vorführen und sagen, das funktioniert mit nicht-technischen Kunden noch einigermaßen gut, auf jeden Fall besser, als wenn ich denen ein Klassendiagramm zeige. Ne? Solche Stories sind einfach besser für die Kommunikation von technischen Inhalten mit
normalen Menschen. Okay, die muss einer schreiben und die müssen harmonisiert werden, ja, diese Stories. Also es gibt diese Tätigkeit durchaus, wo man sagt, ah, und der eine entscheidende Punkt, die klassische Softwaretechnik hat immer gesagt, oh, wenn ihr euch nicht vorher ganz viel, alle Requirements habt und euch ein kluges Design überlegt, mit dem ihr alle diese Requirements befriedigen werdet, sondern ihr fangt jetzt erstmal mit einem Teil der Requirements an. Dann kommt ihr irgendwann zu dieser Stelle, wo es heißt, ah ja, wir brauchen noch eine KI. Ne, das ist so ein Klassiker, das werdet ihr auch wahrscheinlich erleben. Wir brauchen da jetzt noch so einen automatischen Spieler. Ne, wir haben jetzt die ganze Zeit ein interaktives Programm gemacht, jetzt hätten wir gerne einen automatischen Spieler, der irgendwie intelligent spielt. Dann guckt man so auf seine Architektur und denkt mir auch, scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Ne? Und dann stellt man fest, dass man dafür unter Umständen mittelgroße Umbauten braucht. Laut Kent Beck passiert das nicht. Es gibt nie ein neues Feature, das große, teure Umbauten braucht. Das kann gar nicht sein. Ne? Weil ihr habt ja alles gut strukturiert und refactored und das ist immer leicht, neue Features einzubauen. Und das braucht, und weil das so leicht ist, brauchtet ihr am Anfang noch nicht drüber nachdenken und das so ein neues Requirement kann euch nicht großartig überraschen. Tatsächlich ist das so zu drei Viertel gelogen. Und es gibt so einen Catch-22 bei solchen Requirements, die einen großen Umbau verlangen würden. Du schreibst auf, ah ja, der will einen automatischen Spieler, der Kunde. Dann triffst du dich mit dem Team, dann sagt das Team, ach du Scheiße, da können wir alles, was wir bis jetzt gemacht haben, in die Tonne treten und müssen komplett neu anfangen und drei Viertel wegwerfen von dem, was wir gemacht haben oder umbauen. Wie erklären wir das jetzt dem Kunden? Und dann geht man einfach hin und schreibt auf diese Issue-Karte automatischer Spieler, das braucht 20 Personenjahre. Ne? Oder 10 oder irgendeine große Zahl. Und dann sagt man, so viel schaffen wir leider in diesem Sprint nicht. Diese Karte müssen wir zurückstellen. Und das macht man einfach dann den Rest der Zeit. Ne? Du nimmst einfach so ein Requirement, das dir nicht in den Kram passt, da schreibst du einfach dran, ist unglaublich teuer und dann kommt es nie in den Sprint. Und alles ist gut. Ne? Und fertig. Ne? Und Kent Beck hat recht gehabt, Requirements, die große Umbauten erfordern, kommen nie vor. Ne? Oder werden halt nie umgesetzt. So, ein Stück weit ist das gelogen. Und das ist tatsächlich auch eine Schwäche von agilen Projekten. Wenn du ein Requirement hast, das einen größeren Umbau erfordert, dann wäre es schön gewesen, wenn du das früher gewusst hättest. Ne? Und das heißt, auch bei einem agilen Projekt muss man unter Umständen, wenn man das erste Konzept macht, so im ersten halben Jahr, mal so ein bisschen drüber nachdenken, wo wollen wir denn eigentlich auf lange Sicht hin? Und welche, bei den Designentscheidungen, die man da vorne trifft, muss man auch schon so ein bisschen überlegen, wo wollen wir denn da eigentlich hin? Ne? Und dann ist es eben so ein bisschen wichtig, so zum Beispiel Scaling-Parameter vor Augen zu haben. Also welches Volumen von Daten werden wir umgehen? Megabyte? Ja, okay. Gigabyte? Ja, okay. Terabyte? Okay. Petabyte? Ach du Scheiße. Ne? So eine große Festplatte gibt's nicht. Jetzt brauchen wir eine Datenbank, die verteilt arbeiten kann oder solche Dinge mehr. Und lauter so ein Kram. Welche Zugriffszeiten müssen wir denn so ungefähr garantieren? Das ist nicht so ein großer Trick. Aber wie viele Benutzeranfragen müssen wir pro Sekunde verarbeiten? Ne? Und wenn du so, ich mache für meinen Tennisverein die Administration von dem WordPress, wenn wir da an einem Tag mal 100 Requests haben, dann war es aber richtig busy. Ne? Wenn ihr Google heißt, dann habt ihr das in einer Millisekunde. Ne, die haben ein paar Millionen Anfragen pro Sekunde. Da musst du dann schon überlegen, wie kriegen wir die denn jetzt eigentlich alle bedient? Und tatsächlich haben Firmen wie Facebook, Google und eBay in mehreren Iterationen ihre Architektur komplett über den Haufen geworfen, weil sie in der Anzahl der Benutzer und Transaktionen, die da pro Sekunde gelaufen sind, immer wieder gegen eine Architekturschwelle gelaufen sind. Und tatsächlich haben Facebook, Google und Co. in der Zeit Amazon neue Techniken entwickelt, die diese technischen Boundaries, die es früher gab, da weitergeschoben haben und gesagt haben, okay,
jetzt gehen wir auf Microservices, weil sonst können wir nicht für 5 Millionen Leute in Deutschland um 20.15 Uhr einen Film ausliefern. Ja, dann hat Netflix gesagt, wir brauchen da jetzt eine andere Architektur und müssen da jetzt ganz anders mit umgehen. Und Google hat im Prinzip verteilte Datenbanken erfunden und Big Table und so eine Geschichte und lauter solche Geschichten, die wir heute mit Mongo oder so zur Verfügung haben. Ich weiß nicht, von wem Mongo tatsächlich ist. Von Mongo. Es gab Vorläufer. Cassandra war von Facebook, glaube ich. Hadoop. Apache. Es gibt so diverse Dinger, die in diesem Kontext entstanden sind, einfach um diese Scaling-Sachen irgendwie hinzukriegen. Okay. Also, das kommt vor. Und naja, trotzdem. Große Projekte, die versuchen, durch Upfront-Design so einen späteren Totalumbau zu vermeiden. Naja, meistens starten die gar nicht durch. Ne? Und ein Stück weit ist das ein Luxusproblem. Also wenn du in so ein Scaling-Problem reinläufst, dann ist das, weil du viele Kunden hast. Und wenn du viele Kunden hast, hast du auch Geld für einen größeren Umbau. Dann ist alles gut. Ne? Und erstmal musst du da hinkommen. Und da zählt so ein Time-to-Market-Argument. Wir hauen jetzt erstmal eine einfach implementierte Funktionalität raus und gucken mal, ob der Kunde das überhaupt haben möchte. Und wenn die dann viel benutzt wird, dann überlegen wir uns, okay, wie kriegen wir das jetzt hochskaliert auf so viele Leute? Und das ist eine sehr gängige Vorgehensweise in agilen Projekten und macht auch einen Teil der agile Projekte so erfolgreich macht. Okay. Was in dem Video, weiß ich gar nicht genau, kurz angesprochen wird, es gibt diese Bug-Nummer. Ja. In den Sprints ist das typischerweise, wenn man diese Sprintplanung macht, dann trifft man sich und sagt, okay, welche neuen Features wollen wir denn diese Woche machen? Und dann nimmt man sich so viele Features, wie man denn glaubt, irgendwie in dem nächsten Sprint irgendwie durchkriegen zu können. Ne? Und dann sagt man, ah ja, wir haben noch ein paar alte Issues vom letzten Sprint über, die müssen wir erstmal fertig machen, da brauchen wir noch so und so viel Zeit für und dann können wir so und so viele neue Features machen. Dann plant man seine Zeit und fertig. Und was man nie einplant, ist, dass man auch nochmal Zeit braucht, um irgendwelche Bugs zu beheben. Und dann passiert böse Dinge. Also wenn man diese Bugs dann einfach sagt, ja, okay, schreib's auf den Issue-Tracker, irgendwann kümmern wir uns mal drum. Dann fangen die an, da in diesem Bug-Backlog oder in diesem Issue-Tracker, rotten sich zusammen, diese Bugs. Und wenn sich mehrere Bugs zusammenrotten und gegen die Entwickler zusammentun, dann habt ihr verloren. Das Problem ist, wenn sich da so 3, 4 Bugs zusammen irgendeinen größeren Fehler verursachen, und du willst diesen Fehler jetzt beheben, dann guckst du dir irgendeine Stelle an und debuggst also durch. Ah ja, hier, das sieht falsch aus. Änderst die, probierst es aus, ist immer noch kaputt. Ne, funktioniert immer noch nicht. Weil der andere Bug noch da ist. Dann sagst du, ja, okay, dann war das hier nicht die richtige Stelle. Änderst das zurück und gehst zu der anderen Stelle und reparierst da was. Funktioniert immer noch nicht. Es funktioniert erst, wenn du beide Stellen gleichzeitig repariert hast. Und auf diese Sache findest du nicht. Und deswegen ist das doof. Und da muss man sich drum kümmern. Das wird im Prinzip dadurch vermieden, dass man kleine Unit-Tests hat, die prinzipiell da immer nachgucken. Und da ist es dann irgendwie tatsächlich dann wichtig, dass man zusätzlich zu den Unit-Tests, die solche Issues im Prinzip mal einmal durchspielen, auch welche hat, die so ein rigoroses Testen von Teilfunktionalitäten machen. Von wirklich kleinen Schritten. Und die das wirklich gründlich testen und die eine richtige Coverage hinkriegen. Die braucht man zusätzlich, damit diese Bugs sich da nicht zusammenraufen können, rotten können, nicht gegen einen verbünden können. Und das Wichtige ist immer, so ein Test muss so klein sein, dass in dem Teil, der er testet, diese rigorosen Tests, nur maximal ein Bug drin vorkommt. Das ist die Faustformel. Wenn irgendwo ein Test Code testet und da sind 2 Bugs drin, dann ist der Test nicht feingranular genug. Dann muss man das nochmal unterteilen. Na, und dafür muss man Zeit investieren. Das muss man tatsächlich machen. Wenn man das nicht tut, dann fährt man das ganze Projekt vor die Wand. Na, und da reicht dann auch schon
unter Umständen im ganzen Team ein oder zwei Leute oder eine Person, die irgendeine Teilfunktionalität buggy implementiert und die das einfach nicht rigoros genug durchgetestet hat. Die anderen Teile benutzen das und fliegen den Fichter ständig um die Ohren. Und da reicht tatsächlich eine Person, die ihren Keller nicht richtig entwanzt, aus, um so ein komplettes 8-Personen-Projekt vor die Wand zu fahren. Ihr müsst halt darauf achten. Das ist auch Aufgabe vom Scrum Master und Product Owner. Die müssen das tun. Und deswegen gibt es jetzt dieses Verfahren mit diesen Pull-Requests. Ihr erinnert euch, wir haben eure Git-Repository so eingerichtet, dass ihr am Ende des, wenn ihr ein Feature fertig habt und wollt das zum Release beitragen, müsst ihr so einen Pull-Request stellen und dann muss da ein Review stattfinden. Also mal mindestens der Scrum Master muss da drüber gucken und sagen, ja, das ist okay, das können wir so nehmen. Oder der kann dann eben auch sagen, Alter, ne Alte, was hast du denn hier gebastelt? Das sieht echt nicht gut aus. Das kann ich so nicht nehmen, teste mal mehr. Das funktioniert so nicht. Ne? Und sonst akzeptiere ich diesen Ding einfach nicht. Sonst schreit sich das in die Tonne. Das ist kein Beitrag, so wie das jetzt ist. Ja, und das ist tatsächlich ein elementarer Schritt, der wichtig ist, um die Software konsistent zu halten. Nina guckt mich so verzweifelt an, als ob ich Blödsinn erzähle, oder? Bei uns macht das der Scrum Master. Also Nina fragt, warum der Scrum Master? Das ist dann bei Jatta ist der Scrum Master oder die Scrum Masterin halt irgend so ein BWLer, der das Geld zählt und die Stundenzettel verwaltet, ne? Und das und die Gehälter auszahlt. Ne? In unseren Projekten muss man kein Geld zählen und dementsprechend hat der Scrum Master hier eine etwas technischere Aufgabe. Man kann das an den Architecture Owner delegieren. Macht total Sinn, dass der Scrum Master sagt, ich kann das nicht beurteilen, ich frage mal den Architekten oder die Architektin. Na, oder frag mal den und den und dann gucken wir da zusammen drüber. Aber wir haben es jetzt so konstruiert bei uns. Ne? Und ja, das ist offensichtlich falsch. Ne? Also eigentlich muss das ein technischer Mensch machen. Ne? Oder ein anderer aus dem Team oder sowas. Ne? Aber wichtig ist, dass es gemacht wird. Irgendeiner muss das prüfen. Ob die Software, die hier in das Projekt einfließen soll, hinreichende Qualitätsstandards erfüllt. So. Das machen wir am Freitag. Ne, wir haben Freitag noch einmal Vorlesung. Da kümmern wir uns um diesen Planning-Poker und warum der so konstruiert ist, wie er konstruiert ist und wie diese Kostenschätzungsnummer denn eigentlich inhaltlich funktioniert. Und warum man das mit dem ganzen Team macht und was die Psychologie dahinter ist und all so ein Kram. Das ist es dann für jetzt und heute. Wir haben auch die, hey, 1,5 Stunden ziemlich genau erfüllt. Ich danke prinzipiell für die Aufmerksamkeit und wir treffen uns am Freitag um 12 Uhr wieder und dann erkläre ich nochmal Kostschätzung. Dann bin ich mit meinem Vorlesungsteil schon durch. Also Freitag ist die letzte Vorlesung. Der Rest ist dann schon einfach nur noch Projektarbeit und Umsetzen, was ich hier erzählt habe. Danke für die Aufmerksamkeit.